Guten Morgen. Bereit für Kaffee? Why are you speaking German? Heute, wir sprechen nur Deutsch den ganzen Tag. Why would we do that? Jonathan, wir haben dieses gesprochen. Heute ist nur Deutsch. Are you serious? I got in from Spain at 1 in the morning. Why would we do that? Es macht Spaß. Wir müssen lernen. Kaffee bitte. Hallo, guten Morgen, kleiner Mann. Oh, hallo, Süßer. Hallo, Süßer. Bist du bereit? Hallo, guten Morgen. Deutsche Nachrichten sehen. Wirklich? Ja. Günstiger, nur 24. Okay, so heute ist Sonntag, das bedeutet ist... Bedeutet. Immer falsch. Das bedeutet, ich meine... Das bedeutet, dass ich meine Omelette machen muss. Ja. Das ist richtig. Ich glaube ja. So, los geht's. English! Do you speak it? Was brauchst du? Zwiebeln? Brot. Einmal bitte. Nein, nicht einmal. Ein Stück. Ein Stück, genau. Eier, was? Käse. Grünkohl? Oder? Ja, Grünkohl. Es ist... Nein, das ist was? Es ist... Wir haben keines. Nein, das ist nicht alt. Es ist brown. Es ist immer brown, wenn wir haben dieses gekauft. Es ist nicht alt. Es ist okay. Ich habe nicht mehr gekauft. Tut mir leid. Check! Was suchst du, Jack? Paprika oder? Ja, ich habe Paprika. Ja. Freunde, guten Morgen. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht, wenn wir Deutsch sprechen. Oder ein bisschen Deutsch sprechen. Wir müssen besser werden und deshalb tun wir dies. So, Jonathan oder Jonathan und ich sind beide über B1. Und das war in den letzten Jahren gut genug, um im Tag für Tag zu funktionieren. In der Vergangenheit haben Ashton und ich beide Kurse besucht, waren formalen Klassen in den USA oder in Deutschland oder Online-Learn-Apps haben wir ein wenig gelernt. Aber jetzt, wo wir Jack haben und ein Haus im Schwarzwald bauen, funktioniert gerade genug, funktionieren nicht mehr. Also, ich glaube, ich muss Englisch sprechen. Aber nur für ein bisschen. You see, the thing is, we know that not all of our viewers speak German. And we actually have something pretty cool that we want to share with you that we've been doing off camera to get better at learning German. And it's going to be a doozy. For the last few weeks, we've been learning German with Lingoda.
Lingoda is an online language school that connects students from around the world with native speaking teachers. And their online platform is extremely intuitive. Classes are so easy to book. You can select group classes with just 5 people or private courses if you like. And the best part is that you have ultimate flexibility to decide when you want to learn. Classes are available 24/7, no matter the time zone. So when I was traveling through Spain last week, all I needed was an internet connection and a 60-minute block of time, and I could continue my German language classes. So whether we're at home or when we're traveling, we can stay committed to learning German. And the thing is, while we love this learn-as-you-go kind of method because it's just what works best for our family and our schedule, we've always had the problem that we've never had anyone or anything to help keep us accountable. But we're about to do something big that we're telling you about now because we're hoping that you will keep us accountable. Because starting December 1st, we're working with Lingoda to complete 60 courses in 60 days. And this is no small feat, not simply because of the number of classes that we're about to complete, but because it overlaps with the holiday season. Yeah, and us having to fly back to the United States and back to Germany, which is 2 full travel days. But it's important we do it. Jack is growing up in Germany. He's already learning the language. It's only a matter of time before he passes our speaking ability. He's going to be going to school here, so he's going to have conversations with his teachers, with his friends. So it is very, very important that we be able to communicate effectively. So click our code down in the description. We will get you 40% off of your marathon course or your first month subscription. Investing in a foreign language can be so impactful for your life. So why don't you give it a try and join us? Who knows, if you hop on to a German language course in the next 60 days, you might just see 2 familiar faces. Or 2 struggling, very confused faces. That's probably a lot more accurate. But okay, enough English, that's too much already. I think it's time we switched. Wir müssen mehr Deutsch sprechen. Okay, so morgen is Jack's erster Geburtstag. Und es ist auch Montag, so heute wir machen Bananenbrot für seine Kita. In seiner Kita alles ist ohne Zuckersubstanz und Jack ist auch ohne Milchprodukte. So, ich lese die Rezept auf meinem Handy und hoffentlich wir machen ein sehr gutes Essen für seinen Geburtstag. Los geht's! Ich brauche, Welche Zutaten brauchst du? Ja, so, erste, wir machen, dieses ist alles auf Englisch, so ich muss, okay, Mehl. Ja. Salz und, was ist, nee. Was? Zimt. You did it! Congratulations! Ja, Zimt und Salz und... Okay, so erste, wir müssen... Ich sag mir nichts. Keine Ahnung, oh, ja. Das, die Mehl und, Sehr gut gemacht. Dankeschön. Okay. Fertig? Fertig. Bist du fertig? So, jetzt können wir endlich die Weihnachtsmärkte besuchen, aber zuerst müssen wir Glühwein trinken. Stimmt. Fro,
frohe Weihnachten! Ich hätte gerne einmal Rotwein. Glühwein? Rotglühwein? Ja, einmal. Und was möchtest du? Ja, zweimal bitte. Bitte schön. Dankeschön. Prost. Prost. Ah, ich habe es 2 Jahre gewartet. Es schmeckt wie Weihnachten. Ja, heute ist es 3 Grad, so ein warmes Getränk. Es ist perfekt. Ja, ich glaube für Jack, wir müssen Kinderpunsch kaufen. Es ist gleicher als Glühwein, aber alkoholfrei. Freiburg hat keine zentrale Weihnachtsmarkt. Was wir haben, ist viele kleine Weihnachtsmärkte in jedem kleinen Platz. So zum Beispiel jetzt, wir gehen in die Kartoffelplatz und da ist viele Hut für Kinder. Es ist sehr, sehr süß. So Jack denkt, das ist alles für ihn. Dies ist sein erster Weihnachtsmarkt. Jack, guck mal. Schöne Küchen. Es ist Lebküchen. Ja, Lebküchen. So, wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Anschauen dieses Video. Und wir hoffen auch, dass es keine komplette Katastrophe war. Wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat, klicken Sie auf den Like-Button. Und für mehr von den Black Forest Family, klicken Sie auf die Subscribe-Button. So, wir haben jetzt eine Kopfschmerzen. So, tschüss und bis bald. Tschüss. Jack, happy birthday to you.